Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuchs Makroökonomik und Wirtschaftspolitik. Heute mit einer Einheit zum Mandel-Fleming-Modell. Schauen Sie die Aufgabe einmal an. Güter-, Geld- und Devisenmarkt eines Landes lassen sich durch die folgenden drei Kurven beschreiben. Dann haben wir IS-Kurve, LM-Kurve und ZZ-Kurve, also Güter-, Geld- und Devisenmarkt. Durch eine Aufwertung der heimischen Währung verringern sich die Nettoexporte um 2. Gleichzeitig verschiebt sich die ZZ-Kurve um eine Einheit nach oben. Frage: Welche Auswirkungen wird dies auf das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht haben? Das heißt, wir müssen erstmal das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht bestimmen und dann können wir uns angucken, was passiert. Fangen wir dafür erstmal an. Erster Schritt: unser gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht. Gehen wir davon aus, alle drei Kurven befinden sich bereits im gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht. Das heißt, alleine dadurch, dass ich IS gleich LM-Kurve setze, kann ich mein Gleichgewicht berechnen. Das heißt, ich fange hier an, beiden Kurven gleichgesetzt, löse sie nach Y auf, fasse also alles zu Y auf eine Seite, alles ohne Y auf die andere Seite, teile das durch 3 und erhalte dann ein Y im Gesamtgleichgewicht von 12, was ich wieder in eine der Kurven einsetzen kann und dann einen Zins von 25,6 erhalte. Das ist jetzt mein Ausgangsgleichgewicht. Dann habe ich jetzt zwei Änderungen, die eintreten. Ich habe einerseits eine neue IS-Kurve. Wie gesagt, hier verschiebt sie sich nach unten, reduziert sie sich. Und ich bekomme eine neue ZZ-Kurve. Wenn wir uns diese hier angucken, die verschiebt sich entsprechend nach oben. Das heißt, wir kriegen jetzt auch neue Gleichgewichte. Wir sind eben nicht mehr in der Ausgangsgleichgewichtssituation. Wir haben jetzt ein binnenwirtschaftliches Gleichgewicht, in der IS gleich LM-Kurve ist, und zwei außenwirtschaftliche, eins in der LM gleich ZZ ist und eins in der IS gleich ZZ ist. Und die drei Gleichgewichte, die müssen wir jetzt ausrechnen. Genau das machen wir. Fangen zunächst mit dem neuen binnenwirtschaftlichen Gleichgewicht an, also IS gleich LM, setzen die beiden Kurven gleich und lösen es wieder nach Y auf. Dann hatten wir hier, nachdem wir es zusammengefasst haben, erstmal 3Y gleich 34 durch 3 gibt ein Y von 11,33 und das eingesetzt in eine der beiden Kurven gibt einen Zins von 24,0667. Dann haben wir unser erstes außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Das ist IS-Kurve gleich ZZ-Kurve. Setzen die beiden gleich. Auch hier wieder, wir lösen das nach Y auf, indem wir es zusammenfassen. Bekommen dann 2,7Y gleich 29,4, beziehungsweise ein Y von 10,8889, was wir in eine der beiden Kurven einsetzen. Das Einsetzen erhalten wir hier einen Zins von 24,3778. Und dann bleibt nur noch ein drittes Gleichgewicht zu bestimmen, nämlich das außenwirtschaftliche Gleichgewicht, wo der Geldmarkt und der Devisenmarkt im Gleichgewicht sind. Das heißt, hier setzen die beiden Kurven gleich, lösen das nach Y auf und erhalten dann, wenn wir hier an der Stelle durch 0,3 teilen, ein Y von 15,333. Das eingesetzt in einer der beiden Kurven gibt uns einen Zins von 33,2667. Damit haben wir jetzt unsere drei Gleichgewichte. Es ist die Frage, welches dieser drei Gleichgewichte wird sich langfristig einstellen, weil es kommt ja zu Anpassungsvorgängen. Und dafür gucken wir uns genau an, wie die Situation jetzt im Vergleich zur Ursprungssituation ist. Das heißt, unser langfristiges Gleichgewicht entsteht dadurch, dass wir uns als erstes überlegen, unser Zins im Inland, also unser binnenwirtschaftlicher Zins, liegt unterhalb der ZZ-Kurve. Das heißt, unsere Zinsen im Inland sind geringer als im Ausland. Das bedeutet aber, es ist jetzt interessanter für Investoren, ins Ausland zu gehen und dort anzulegen, weil sie dort höhere Gewinne einfahren können. Das heißt, es kommt zu Kapitalexporten. Kapitalexporte bedeutet aber auch, dass unsere Währung, die inländische Währung, unattraktiver wird, weniger stark nachgefragt wird und an Wert verlieren wird. Das heißt, es kommt zum Abwertungsdruck. Und da müssen wir jetzt gucken, was passiert damit. Einmal für flexible Wechselkurse und einmal für fixe.
Bei flexiblen Wechselkursen, jo, Abwertungsdruck, es kommt zur Abwertung. Wechselkurs sinkt. Darauf reagieren dann natürlich Importeure, Exporteure und unsere Nettoexporte werden steigen. Sinkender Wechselkurs bedeutet insbesondere steigende Exporte, weil es fürs Ausland günstiger ist, unsere Waren zu kaufen, und sinkende Importe, weil es für uns teurer wird, ausländische Waren zu kaufen. Unsere Währung verfügt ja über weniger Kaufkraft. Das heißt, wenn wir einen Anstieg der Nettoexporte haben, spiegelt sich das in der Lage der IS-Kurve wieder und die IS-Kurve verschiebt sich nach rechts. Das bedeutet, wir haben eine Situation mit steigendem BIP. Das heißt, von den zwei Möglichkeiten Richtung Gleichgewicht haben wir diejenige im Vergleich zum Ausgangssituation, die ein höheres BIP nach sich zieht. Und das bedeutet, wir landen in dem Gleichgewicht Y gleich 15,333 und Zins gleich 33,2667. Das war das zweite unserer außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Haben wir jetzt fixe Wechselkurse? Wir kommen jetzt wieder zurück. Kapitalexporte, Abwertungsdruck. Kann der Wechselkurs ja nicht sinken. Das heißt, die Zentralbank muss jetzt agieren. Die Zentralbank agiert dadurch, dass sie Devisen verkauft. Wir haben ein Überangebot inländischer Währung, eine überstarke Nachfrage nach Devisen. Das heißt, die Zentralbank verkauft Devisen und entzieht dementsprechend dem Markt inländische Währung. Wenn die Zentralbank Devisen verkauft, inländische Währung aus dem Markt nimmt, kommt das aber einer Reduktion der Geldmenge gleich. Das heißt, wir haben denselben Effekt wie bei restriktiver Geldpolitik. Das heißt, unsere LM-Kurve verschiebt sich und zwar nach links. Bei einer Linksverschiebung der LM-Kurve ist das gleichbedeutend mit dem sinkenden BIP. Das heißt, wir bekommen hier die entsprechende Lösung mit dem niedrigeren der beiden BIPs. Das heißt, das ist unser erstes außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Das ist das Gleichgewicht, wo unser BIP einen Wert von 10,8889 hat und der Zinssatz einen Wert von 24,3778. Das heißt, wir sehen hier, abhängig davon, was für ein Wechselkursregime vorliegt, kann eine der folgenden beiden Situationen eintreten. Ja, und das beendet dann auch schon diese Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas aus dieser Aufgabe für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil bzw. zu dem Arbeitsbuch finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.